Guten Tag, ich bin das Ding und wir sind bei Anno 1800 der Kampagne. Und Folge 8 mittlerweile, wir haben gerade Karfreitag, früh morgens. Und ich muss jetzt gleich erstmal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Die Folge kommt auch heute Abend online. Wir haben gerade das Erntefest. Die zweite Fregatte hatten wir gerade in die neue Welt geschickt. Und wir brauchen hauptsächlich neue Schiffe. Ich hab da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Wir wollen keine neuen Expeditionen. Wir helfen, wo wir können. Diesen Schoner verkaufen wir. Schoner steht bereit. Den auch mal eben. Mal gucken, ob wir jetzt schon den Erfolg kriegen. Oh, sagen Sie. Ja, no business like ship business. Sehr gut. Wieder einen erreicht. Haben wir schon ein paar, ne? Also hier, ich zeig's euch nochmal. Ja, verkaufen Sie 5 Schoner. Ist irgendwas, was wir noch machen können? Retten Sie Isabels Kameraden vor Rettung. Na, wird alles noch kommen, so wie ich das sehe. Beenden Sie eine Expedition mit einer Moral von unter 15%, okay? Tauschen Sie alle Artikel in einer Zeitung aus und veröffentlichen Sie sie dann. Fake News. Okay. Ein paar Minuten gehen wir wieder hier rüber. Wir wechseln jetzt mal eben auf die neue Welt. So, kleinen Moment bitte. So. Und wir müssen jetzt 600 Obreros kriegen. Machen wir das doch mal. Wir haben eine Überversorgung an Ponchos und gebackenen Bananen. Alles plus 2, können wir ordentlich noch bauen. Feuerwehr bauen wir mal hier hin. Was kostet das Aufsteigen? Nur 2 Holz, okay. Wir gucken jetzt mal auf unsere Bilanz. 1520 ungefähr. Wir helfen Ihnen etwas besser. 1600, okay. Lohnt sich ein klein bisschen. Die geben halt 14 und die geben 7. Wollen Tortillas haben und wir wollen aber noch das Luxusbedürfnis rum erfüllen. Ich bin gerade an überlegen, ob ich eine Ziegelproduktion starte oder nicht. Mal eben gucken, was wir dafür brauchen. Obreros. Okay. Also machen wir es erstmal nicht. Oh, das ist aber blöd. Ja. Können wir gerade nicht ändern. So. Nee, der Platz wird ausgenutzt. Und wir bauen nur auf verdichteten verdichteten Boden. Ganz wichtig. Passt alles. Ich wurde noch auf was aufmerksam gemacht. Man sollte darauf achten. Die brauchen jetzt zum Beispiel Bananen und Ponchos. Die auch. Okay, dann müssen wir das trotzdem die Produktion hochsetzen. Je mehr wir haben. Diese monströse Brandstiftung ist beabsichtigt. Schon.
Das waren die Pyrphorier. Und wieder Brandstiftung. Die Flammen sind außer Kontrolle. Hier auch mobilisieren. Sehr gut. Und die 5 Brandstifter stoppen. Gleichzeitig nehmen wir diese Quest hier an. Haben wir sonst nicht genug zu tun? Ich bin sicher, Sie können uns irgendwie. Ich wüsste Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Eine Lieferaufgabe, okay. Da ist eine. Da, die leuchten immer so schön, ne? Sie sind schneller als der Tornalero. Tuchschneiderei plus 35% Produktivität. Sehr gut. Da, da, einer noch. Ich sehe ihn gerade nicht. Da. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Okay. Ich denke mal, die Feuerwehr kriegt das jetzt unter Kontrolle. Währenddessen verdoppeln wir unsere Produktion der Ponchos etc. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, komm. Wow, du hast aber ein paar dicke Dinger. Schiff vom Stapel gelaufen. Gehen wir mal ganz kurz in die alte Welt. Packen das und ab in die neue Welt. Bestätigen. So. Das andere Schiff ist noch nicht da, ne? Das fährt gerade los. Okay. Müssen wir wieder Flüchtlinge eigentlich abholen? Dieses Königreich wird mit den ersten Strahlen. Die Flammen wurden gelöscht. Nein, wir haben gerade keine Flüchtlinge zu holen. Aber hier sind zwei Schiffe. Lügen. Was für Beziehungen zu ihm? Ach so. Einschmeicheln? Ja. Ich bin stolz darauf, mir den Anstand bewahrt zu haben, angesichts dieser Umstände. Oh, wir sind richtig gut im Plus. 5000 Einwohner. Aber weiter geht's mit der Produktionsverdopplung. Bananenplantage. So. Das Lagerhaus ist überlastet. Und hier passen noch die Alpaka-Farmen hin. Alpakas! Die gucken wir uns jetzt erstmal genauer an. Ja. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja. Mit Hüte. Die haben Hüte. Wie cool ist das denn? Ein letzter Blick. Ah, eine Zeitung. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Oh, oh, oh. Entschuldigen Sie, ich habe Sodbrennen. Jetzt kriegen wir einen Erfolg. Diese Änderung ist eine... Mach ich gerade nur wegen dem Erfolg. Fabelhaft. Ja, sie ist, war das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Ja, Fake News. Wer kann es schon sagen? Sehr gut. Feuerwehr, Entschuldigung. Wieder mobilisieren. Wie furchteinflößend du sein kannst. Okay, Bente mag das gar nicht. Wir sind offline. Was ist denn jetzt schon wieder mit meinem Internet los? Neue Errungenschaft, Fake News. Ah, gut, da wird es auch nochmal angezeigt. Wir waren bei den Alpakas stehen geblieben. Ich befürchte, das passt nicht. Meine Befürchtung ist richtig. Dann hier. Oh, hier passt das ganz gut.
perfekt. Den Weg. Und zwei Produktionen. Sehr gut. Spielstand gespeichert. Ach, wir haben gar kein Holz mehr. Alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Ja, das ist sie. Die Flammen wurden gelöscht. Wie sieht's aus mit unseren Schiffen? Ist gleich das zweite da. Wir beschleunigen mal eben ein bisschen. Und... Ach, dafür mache ich schon noch Holz. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay, fährt auch direkt zum Hafen. Sehr gut. Nun, statt zu verhandeln, kann man sich auch etwas einhandeln. Ärger zum Beispiel. Er will 60.000. Das ist ein bisschen happig, ne? Das nehmen wir mal ab. Oder nichts. Jetzt sind wir unseren ganzen Ruf los bei ihm. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Sie ist jetzt auch automatisch mit ihnen im Krieg. Aber der Waffenstillstand, der reicht uns. Er kostet nur 22.000. Auch ich habe Frau und Kind. So. Wo ist denn jetzt unser zweites? Da. Neue Befehle aktivieren. Okay. Extrablatt. Kriegserklärung gegen uns. Die herrschenden Mächte haben sich zum Krieg entschlossen. Die Anwerbung hat begonnen. Leben werden riskiert, um unsere Werte hochzuhalten. Einheit und Ordnung zu wahren und der Gefahr zu begegnen. Die Zeit wird uns sagen, ob der Entschluss ein kluger war. Hi. Wir können tagsüber einladen und bei Nacht verschwinden. Leinen los! Ach, ich hätte sowieso eine zweite bauen müssen, weil das ein Flaggschiff ist und keine Fregatte. Ein Schiff erster Klasse. Fällt mir jetzt erst auf. Na gut, besser später als nie. Ups. Bleib hier. Haltet sie auf Kurs! Du wirst gebaut. Wir brauchen noch mehr Einwohner. Das reiße ich wieder ab. Hiervon, zwei davon und zwei davon. Machen wir mal eben diese Produktion, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall eine Feuerwehr. Die, bei meinem anderen Spielstand, die Ruhmbrennerei, dieses Gebäude, ist ständig am explodieren. Holz machen wir hier hin. Wir müssen ja gerade sowieso warten, dass unsere Fregatte rüberkommt. Da kann ich hier auch ein bisschen tüfteln mit dem Platz. So, das kann man ruhig zubauen. So. Nee. Ja, okay. Ist in Ordnung so. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der Platz hier reicht noch für die Felder. Ja, perfekt, reicht so eben. Oh, Entschuldigung. Und zwei Ruhmbrennereien. Naja, da gehe ich auf Nummer sicher. Da mache ich einen Weg zwischen. Dass wenn eine explodiert, die andere nicht direkt mit kaputt ist, ist zumindest so ein bisschen Schutz. Okay. Dann haben wir eine Ruhmproduktion.
Wenn ich die jetzt verdoppel, dann könnte ich auch, das werden wir später machen, rum in die alte Welt schiffen. Die Hälfte ist schon mal geschafft. Tortillas, was brauchen wir dafür? Rinderfleisch und Mais. Das machen wir noch nicht. Wieso kein Aufstieg möglich? Kein Holz. Eine Boxkampfarena. Erhöht die Zufriedenheit. Das Gebäude interessiert mich ja. 25 Ziegel. Wir gucken uns schon mal Blueprint-Modus an. Cool. Da boxen die gegeneinander. Nette Idee. Dann bauen wir doch mal eine Ziegelproduktion, würde ich sagen. Ne? Jetzt haben wir einen Grund. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr gut, jetzt haben wir die Quest auch fertig. Ist auch schon direkt hier raus. Auch meine Insel muss evakuiert werden. Es ist nicht mehr sicher dort. Ja, um die Insel zu evakuieren, werden wir die zwei hier wegbomben. Dann haben wir auch das erste Mal Krieg. Wir warten eben, bis das Schiff bei unserem Hafen angekommen ist. Währenddessen eben ein paar Häuser aufsteigen lassen. Dann haben wir die 600 auch fast erreicht. Immer auf Schnellstellen. Da kommt es. Auf die alte Dame ist Verlass. Prächtiger Alk. Den Namen behalten wir, prächtiger Alk. Santa Maria Boxer. Leinen los. Boxer heißt Kamikaze. So. Und die packe ich jetzt alle auf die sind beendet. Drei. Ah, unser Erntefest ist zu Ende. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Oh. Wir machen erst nicht platt. Dann kommt mal her, meine Flotte. Formation einnehmen. Okay, dann gucken wir uns das ganze Schauspiel mal an. Schiff unter Beschuss. Okay. Geht ganz gut ab. Nur gemerkt, wir spielen auf leicht, ne? Da kommt das andere Schiff automatisch zur Unterstützung. Das ist sehr gut gemacht. Rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Die Piraten mögen das und er flüchtet. Sie sind in zum Angriff. Holen wir ihn ein. Schiff unter Beschuss. Ja, wir wissen, dass wir beschossen werden. Und down. Haben leider nichts gedroppt. Kein Treibgut. Ach, hier müssen wir hin. Okay. Dann fahren wir mal dahin. Kehre dem Kampf nicht den Rücken. Ja, die sind ziemlich kaputt, ne? Ja, lass mal die Schiffe mal dahin fahren. Oh, wir haben zu wenig Bauern. Reicht der Marktplatz überhaupt bis darüber? Ja. Feuerwehr auch? Nein. Also hier gleich eine Feuerwehr bauen.
Das sind 60. Spielstand gespeichert. Das verdoppeln wir. Dann lassen wir auch noch ein paar aufsteigen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Okay, wir haben die 600. Jetzt brauchen wir nur noch ein Hospital. Dafür brauchen wir 20 Ziegel. Gut, dass wir die Produktion gebaut haben. Ah, ich brauche eine Tasse Milch mit Honig. Mein Hals ist gerade fürchterlich. Oh. Zufriedenheit auch in Ordnung. Ich lebe halt. Ja, die wollen noch eine Kirche haben. Gönnen wir denen noch eine Kirche, ja? Da haben wir gerade keine Bretter für. Beschleunigen. Wir machen jetzt Folgendes. Du folgst den. Du folgst den. Du folgst den. Wir müssen die und alle auf schützen, aktive wenn die Verteidigung. Passieren. Klappt es? Klappt es? Ja. Leiten Sie mindestens einen von Isabels Schonern nach La Isla. Ja, wir haben die Feinde ja besiegt. Aber wenn jetzt keine mehr spawnen, haben wir das. Schiff unter Beschuss. Werden angegriffen. Für jeden abgetrennten Kopf wächst ein neuer nach. Ja, wie bei Hydra, ne? Hafen. Ich werde Ihre Tat nicht vergessen. Wo ist denn unser Reparaturkran? Hier. 75 Ziegel. Boah, den bräuchten wir aber jetzt, bevor wir weiter mit Kriegshandlungen machen, bräuchten wir den auf jeden Fall. Wir haben alle drei gerettet. Es ist schwer. Das ist sehr gut. Okay. Hospital, Stadt. Ein Ziegel noch. Komm, ein bisschen beschleunigen. Nee. Ah, umsiedeln. Ihr dürft hier hinten hin. So eine, ist zwar jetzt nicht groß, aber so eine große Siedlung hatte ich auch noch nicht in der neuen Welt. Wir können hier eine goldene Zukunft aufbauen. Und ein Hospital in diesem Stile. Also, das sieht hier auch ganz anders Freiheit aus wie in der alten so Welt. Nah. Hilf uns, zu ihr durchzustoßen. Meine Besten wurden entführt. Ohne sie bleibt uns keine Hoffnung. Ja, jetzt sind wir hier bei dem, bei den kleinen Inseln, wie ich schon angekündigt hatte. Hier müssen wir wahrscheinlich hin. Jetzt müssen wir auch hin. Hier sind halt ziemlich viele Gegner. Wir bauen eben die Kirche. Wo sind meine Schiffe? Habe ich geträumt. Ach, die sind da hinterhergefahren. Flotte unterwegs. Kommt mal zurück. Wir gehen mal eben in die alte Welt. Bauen noch zwei Fregatten zusätzlich, die wir darüber schicken. Bis dahin haben wir bestimmt auch den Reparaturkran auf der alten, in der neuen Welt. Und dann beginnen wir mit der Quest. Kein Lösegeld. Wir sind jetzt so bei 60-70% der Kampagne. Also auch schon bald durch. Ziemlich kurz. Mal gucken, wie was uns noch gegen Ende erwartet. Mein Bruder hat mir gestern Abend geschrieben, er hat die Kampagne jetzt auf schwer durch. Und er meint, es wäre auch schwer.
Ich bin noch am Überlegen, ob ich das mit der Kampagne auf schwer im Livestream mache oder so als Videoreihe. Das muss ich mir echt mal noch überlegen. Ich denke mal, das wird ein Livestream sein und dass ich dann immer so 1,5 Stunden Videos oder so hochlade. Ja, aber als nächstes kommt auf jeden Fall erstmal ab heute Abend, wenn ich hoffe, ich schaffe es. Dieses Video ist ja um 18 Uhr online. Ab 19 Uhr, wenn es nicht klappt, ab 20 Uhr, weil ich bin gleich erstmal auf einer Familienfeier. Okay, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich bin das Ding. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Heute haben wir mal ein bisschen rumgeballert. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und schöne Ostern.